Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet, immer noch in Michigan. Aber heute soll es nicht auf die Hechtverwandtschaft gehen, denn mit denen sind wir fürs Erste durch. Wir wechseln den Spot und zwar zu diesem Spot hier. Haben einen wolkigen Tag, die Uhrzeit steht auf 18 Uhr. Das heißt, wir gehen heute auf Stör. Dafür gucken wir uns erstmal das Setup an, beziehungsweise ich kann noch kurz die Uhrzeiten sagen, denn die beißen tatsächlich nur eine Stunde am Tag, zumindest das, was mir bis jetzt bekannt ist. Das ist beim wolkigen Tag von 18 bis 19 Uhr und beim sonnigen Tag von 7 Uhr bis 8 Uhr morgens. Das sind die einzigen Stunden, beißen ziemlich langsam, deshalb mal gucken, ob wir einen fangen werden. Ein bis zwei sollten aber vielleicht drin sein. Mit bisschen Glück fängt man drei am Tag, aber das ist schon selten, zumindest bei mir. Also wird's hart einen zu erwischen. Warum, das sehen wir gleich. Oder werde ich euch gleich sagen, aber erstmal gucken wir uns natürlich hier unser Setup an. Das ist hier die Fenix 450, die neue Matchroute. Die hatte ich nicht, ich habe ja die letzten beiden Hechtvideos gemacht. Also die kennt ihr noch gar nicht. Und die Exterminator 5500 ist auch neu. Beides habe ich mir gekauft, bevor ich hierhin geflogen bin nach Michigan. Und ansonsten großer Schnittköder, 0,23 geflochtene, 2,50 Meter tief, 4,0er Haken, wir können auch 2,0er nehmen oder 3,0er, was weiß ich. Ich nehme jetzt 4,0er, weil das klappt und werde es nicht verändern. Die Pose ist nicht ganz so wichtig, weil wir nicht ganz so weit werfen müssen. Ich habe jetzt hier die schmalere drauf, warum, werde ich euch auch gleich sagen, denn das ist dasselbe, zumindest in demselben Zusammenhang wie die Schwierigkeit der Bisse. Aber ihr könnt auch die Breite nehmen, wenn ihr damit besser klarkommt oder eine andere. Oder den Sportschwimmer hier, eigentlich vollkommen egal. Wir begeben uns jetzt aber erstmal ans Wasser, würde ich sagen. Da sind wir hier. Und für die Störe gibt es zwei Spots. Einmal hier sehen wir das grüne Haus. Und die Spiegelung von dem grünen hier. So, zack, 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 zack. Ist der erste Spot für die Störe. Aber ich fische eigentlich immer an dem hier. Und zwar ist das die Spiegelung von dem weißen Haus hier. Beziehungsweise ich werfe mal hier hin, so Richtung Ende von's Boot. Und lass den reintreiben. Deshalb werfe ich einfach mal aus, denn wir haben ja nur eine Stunde Zeit. Und bevor wir hier zu viel Zeit verschwenden, einfach mal rein mit dem Köder. So, jetzt gucken wir mal, ob wir weit genug geworfen haben. 26 Meter müsste passen. Also warten wir einfach mal. Die Weiten sind zwischen 24 und 30 Meter. Da kommen die Bisse auf jeden Fall. Und was sie geändert haben, weshalb die so schwer zu fangen sind und warum ich die schmale Pose habe, ist die Strömung. Die war ganz am Anfang, als das rauskam, meines Wissens nicht da. Aber wir bekommen jetzt sogar schon Biss. Das geht ja doch ratzifatzi hier. Das ist natürlich nicht schlecht. Wenn er jetzt noch hängen bleiben würde, wäre es noch besser. Dann passe ich jetzt erstmal auf, damit ich den Anschlag nicht verpasse. So, da haben wir einen Fisch hängt. Dann gucken wir mal, was wir hier rausziehen. Das leuchtet hier alles rot. Ich gehe mal mit der Bremse ein bisschen runter. Auch wenn ihr dann hier Schnur nehmen wird. Ihr könnt aber auch mit der Bremse auf 6 gehen, volle Pulle, und den einfach rausschleudern. Wenn ihr schnell genug nachlasst mit der Spannung, dann ist das kein Problem. Das klappt durchaus. Jetzt haben wir den schon wieder rot, egal, ich drille den jetzt einfach so. Was ich sagen wollte mit der Strömung, die war vorher nicht da, als es ganz am Anfang rauskam. Ich glaube, die haben den mit dem ersten Mini-Patch dann reingebracht und deshalb war es nicht mehr ganz so leicht, die gezielt anzuwerfen, weil man einfach immer wieder auswerfen muss, wenn man am Spot eigentlich vorbeitreibt. Deshalb war es am Anfang etwas leichter, weil man einfach dann hinwerfen konnte und warten konnte. Man konnte nebenbei andere Sachen machen und einfach warten. Wieder die Klo-Taktik. Hat auf jeden Fall super geklappt. Jetzt muss man halt immer, wenn man vorbeigetrieben ist am Spot, kurz neu auswerfen. Deshalb auch die schmale Pose, weil ich hatte den Eindruck, dass ich damit nicht ganz so schlimm treibe wie mit der dicken. Aber das mag auch ein subjektiver Eindruck gewesen sein, der sich nicht bestätigt in der Realität.
Aber egal. Pose spielt hier eh keine Rolle, also. Was soll's? Schauen wir mal, ob das hier auch ein Stör ist. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas anderes gehakt haben, aber... Ehrlich gesagt habe ich da noch nichts anderes gefangen. Und ist auf jeden Fall ein Traumstart, denn ich hatte ernsthafte Bedenken, dass wir in der Stunde eventuell keinen fangen könnten oder es sehr lange dauern könnte, bis wir einen fangen. Aber noch haben wir natürlich auch nicht gelandet. Wenn man mehrere fangen will in der Stunde, dann sollte man auf jeden Fall die Bremse dicht machen und den rausschleudern, weil wenn der Drill noch lange dauert... Ich habe den gerade gesehen, aber... Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Stör war, habe nicht genau hingeguckt. Also wenn der Drill etwas länger dauert, dann verschwendet man natürlich schon einen Großteil der Stunde mit dem Drill des ersten. Und wenn der dann noch später beißt, dann schafft man halt nur einen in der Stunde. Na komm jetzt raus hier, jetzt ist aber genug hier gedrillt. 3 Meter noch. Komm, mein Kleiner. Da haben wir ihn. Und es ist tatsächlich der Seestör, freizulassender Fisch. Jawohl, meine Lizenz ist abgelaufen. Direkt mal gleich neu kaufen. Egal, ich kann euch sagen, 214 Experience, das sehen wir schon. Und Geld bringt der ungefähr etwas über 200 Dollar. Also Geld bringt der nicht wenig XP, dafür, dass es so ein großer Fisch ist. Im Vergleich zum Trophy Muskie dann auf jeden Fall sehr viel weniger. Auf jeden Fall eine Null weniger fast. Und das ist schon ein Unterschied. Das wundert mich eigentlich, weil der ist echt normalerweise selten zu fangen. Aber gut, ich werde mir jetzt erstmal die Lizenz kaufen. Damit wir den nächsten vielleicht einpacken können. Aber ich werde die sowieso benötigen noch, um hier noch weiter zu angeln. Wo haben wir es? Michigan. Da. Michigan. Fortgeschrittene Lizenz. Kaufen wir erstmal für 3 Tage. Und dann sehen wir weiter. Jetzt soll ich den haben, oder? Brauche ich die Basic-Lizenz auch noch? Eigentlich nicht. Michigan, wofür ist die da? Blabla, muss gelungen, Trophäen. Seestör muss mitgenommen werden. Warum habe ich die da nicht gehabt? Nur die hier. Auf jeden Fall haben wir hier keine Beschränkung, also nehmen wir einfach die hier. Passt schon, so. Und dann werfen wir einfach nochmal aus und gucken, ob das nochmal so gut klappt. Denn noch haben wir ja genug Zeit. 27 Meter passt auch. Einfach wieder warten, ob wir noch einen fangen können. Den einzigartigen Zander habe ich auch schon in der Tasche. Das Video kommt auf jeden Fall auch. Ich denke, als nächstes sogar. Ja, kann ich eigentlich machen. Und danach noch den Blauwels in Trophäengröße, kann man den von mir jetzt auffangen. Ich werde zumindest versuchen, ob ich es dann im Endeffekt hinkriege, werden wir sehen. In der Normalgröße auf jeden Fall nicht so schwer zu fangen, deshalb denke ich, dass ich den Zander vorschieben werde. Einfach, weil es ein einzigartiger ist und ihr da bestimmt heißer drauf seid, als auf den normalen, langweiligen Wels, den sowieso jeder fangen kann. Auch der Zander hat sich natürlich schon rumgesprochen, dass die alle wissen, wie das geht. Nichtsdestotrotz werde ich das natürlich auch noch machen. Nur alles der Reihe nach. Also haben wir noch ein bisschen mehr zu tun. Dann natürlich noch Bachforellen hier am Start. Und was haben wir hier noch? Eine neue Barschart gibt es hier noch. Die muss ich noch suchen, die habe ich noch gar nicht gefangen. Aber ich war auch an dem einen Spot noch gar nicht an der Küste. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der da zu Hause ist, weil da halt die Steinpackung ist. Und der heißt irgendwie auf Englisch Rock Bass. Also wird er sich wahrscheinlich dem Namen nach in Stein aufhalten. Müssen wir dann mal gucken. Aber ich habe auch das Gefühl, dass hier ordentlich viel Steine am Boden sind. Beziehungsweise Autos, Boote oder was auch immer. Am Zander-Spot, da habe ich fast bei jedem Wurf einen Hänger. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber zum Glück noch kein Abriss. Also halb so wild. Aber da wo die Hindernisse sind, da stehen halt die Fische. Deshalb müssen wir einfach mal dabei bleiben und da weiter angeln. Aber hier sind wir gleich am Spot vorbeigetrieben. Und dann können wir erstmal neu auswerfen und gucken, ob wir vielleicht in der nächsten Rutsche noch einen erwischen können.
So, sind wir am Haus vorbei. Dann hole ich mal ein. Könnte natürlich sein, dass da noch ein paar Meter dahinter vielleicht auch was geht. Aber das weiß ich nicht. Ich hole immer ein, sobald ich da vorbei bin, und werfe einfach mal neu aus. Oh, der könnte fast ein bisschen kurz sein. Oh, 24 Meter. Ist eigentlich noch drin, also lasse ich den mal treiben. Aber ist echt unterste Grenze. Viel kürzer am besten nicht werfen. Die Forellen, die stehen auch an derselben Stelle. Der Stör, der lässt sich auch mit dem, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt das Spawn Sack, dieses Fischeierpaket da, kostet glaube ich auch Gold, damit lässt er sich auf jeden Fall auffangen, so viel weiß ich, aber die Forellen gehen leider auch da drauf und die sind an denselben Spot wie der Stör damit zu fangen, deshalb lohnt sich das nicht, das ganze Gold dafür rauszuhauen. Ihr könnt ihn auch durchaus mit den Krebsen fangen, aber auch die kosten Gold. Deshalb ist das nicht wirklich lukrativ, es sei denn, ihr wisst natürlich nicht, wohin mit dem Gold, habt zu viel davon, dann kauft von mir aus 80 Krebse und geht Störe damit angeln. Könnt ihr alles machen, aber mit dem großen Schnittköder werdet ihr die auffangen. Mit dem Schein habe ich es noch gar nicht versucht, aber da steht der Stör, glaube ich, nicht in der Beschreibung drin, dass ihr darauf geht, also weiß ich nicht, ob das klappt. Ich weiß doch gar nicht, was Störe in echt fressen. Vermutlich auch Fische, aber ob die wirklich so aktiv jagen, weil die das Maul so eigentlich mehr so zum Grund durchforsten haben. Das wäre mal interessant. Ich glaube, die können das so lustig rausstülpen. Ich glaube, der Flussmonster hat ja auch mit Köderfisch geangelt. Aber ob die halt dann nur die Toten fressen oder ob die aktiv jagen, das wüsste ich mal gerne. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Ansonsten muss ich das mal bei Wikipedia nachlesen, ob das da steht. Da steht das bestimmt bei Lebensweise oder so. Dass sie um 14 Kilo wiegt, hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Weil die ja in ihrem Statement da geschrieben hatten, als sie den Stör vorgestellt haben, bis zu 90 Kilo bla. Wobei die auch in echt noch größer werden, kommt halt auf die Störart an. Dann gibt es ja zig verschiedene Arten. Vom Beluga bis zum, was weiß ich, Hausen, alles Mögliche. Ist da ja vertreten. Also, da war ich ein bisschen überrascht, dass sie dann doch so einen kleinen R genommen haben. Den Seestör, ich weiß nicht, ob das der echte deutsche Name ist, habe ich vorher noch nicht gehört. Aber gut, auf Englisch heißt er Lake Sturgeon, dann wird das wohl so übersetzt worden sein. Vielleicht ist es auch ein Sterlet oder sowas. Irgendwas in die Richtung wird schon sein, Hauptsache ein Stör. Schade, schade, dass sie den nicht hier tatsächlich 90 Kilo gemacht haben. Aber wahrscheinlich hätten sie dann dafür noch ein paar Routen, Rollen und Schnüre mehr raushauen müssen. Ich meine, in echt wird natürlich auch keiner hier mit so einer Matchroute so einen Wels fangen. Okay, die sind jetzt hier nur 20 Kilo, das ist schon mal machbar mit der Matchroute. Aber ich glaube, wenn man gezielt auf so einen Wels gehen würde, würde da keiner die Matchroute in der Hand nehmen und den versuchen zu fangen. Da kommt schon ein bisschen dickeres Material zum Einsatz. Besonders, wenn man an den europäischen Wels natürlich denkt. Aber ich denke auch so ein Blauwels. Der kann schon ordentlich Dampf machen in echt. Auch wenn er natürlich nicht ganz so groß ausfällt. Aber ob die dann in Amerika da stehen mit der Matchroute, möchte ich fast bezweifeln. Aber gut, wir haben jetzt hier nichts anderes. Wir können natürlich noch die Spinnrouten nehmen und einfach mit der Pose angeln. Das geht natürlich auch. Wäre vielleicht sogar manchmal besser. Mit manchen Routen soll man den auch richtig rauspumpen können. Besser als mit der Matchroute. Welche genau, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Habe ich mir irgendwo notiert gehabt, aber
Frag mich nicht mehr wo, bei meiner Ordnung hier finden wir hier nichts wieder. Ich bin schon froh, dass ich hier den Zettel mit meinen Beißzeiten noch vor mir liegen habe. Sonst hätte ich euch die gerade auch nicht sagen können. Aber wolkige Tage sind eigentlich immer ganz gut, weil um 18 bis 19 Uhr meistens dann tatsächlich die Störe und ab 19 Uhr kann man dann direkt übergehen auf den Wels und wir kriegen hier nochmal bis am Ende der Beißzone. Schauen wir mal, ob der den Köder auch nimmt. Ja, da hängt er. Dann drillen wir den doch nochmal aus. Und schauen mal, ob wir hier den zweiten Stör des Tages landen können. Dann hätten wir mal zwei Stück im Video. Das ist auf jeden Fall schon mal gut gelaufen. Entgegen meinen Befürchtungen. Doch ganz ordentlich. Damit bin ich durchaus zufrieden. Wie gesagt, drei, wenn ihr Glück habt. Also ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier am Anfang der Stunde und am Ende der Stunde einen Haken können. Und den Mittelteil kann man natürlich auch durchaus Glück haben, da nochmal einen zu fangen. Hatten wir jetzt nicht, aber gut. Was soll's. Kann eigentlich immer alles perfekt klappen. Zwei sind auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich. Und schon nah am Maximum dran. Ich wüsste mal gerne, ob sie auch in Trophäengröße gibt. Ich glaube, in der Liste sind noch keine drin. Kann ich gleich nochmal nachgucken, ob sich da irgendwas getan hat. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es die noch nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass es die im Spiel nicht gibt. Denn wir haben ja beim einzigartigen Forellmarsch gesehen, dass es den wahrscheinlich auch schon ziemlich lange gab und den einfach keiner entdeckt hat. Und der dann irgendwann erst gefangen wurde. Also ausgeschlossen ist hier gar nichts. Aber wir können jetzt erstmal hier den Stör landen. Und den uns nochmal angucken. Wenn er den will. Die letzten Meter wehrt er sich noch ein bisschen. Gucken wir uns da so lange die Häuser hinten an. So eine Hütte hier am See. Wäre schon nicht schlecht. Da noch ein Bötchen dazu. Ich frage mich sowieso, wie wir auf die Plattform gekommen sind. Denn wenn ich mich gleich mal umgucke. Kann ich eigentlich mal eben schnell machen hier. So. Da sehen wir schon. Wir sind hier mitten auf dem See. Und kein Boot hier irgendwo am Anlieger. Also entweder sind wir geschwommen. Mit der Route. Oder uns hat jemand mit dem Bötchen nach vorne hingebracht und dann hier sitzen lassen. Aber hier haben wir nochmal den Stör 180 XP diesmal nur. Wird schon weniger. Und 14,9 Kilo. Diesmal können wir den auch behalten. Also können wir uns den auch nochmal im Inventar selbst angucken, damit ihr auch sehen könnt, dass ich euch gerade kein Quatsch erzählt habe bezüglich des Geldes. Hier haben wir es. 225 Dollar bringt das gute Stör. Also immer ein bisschen Geld noch dabei. Was ich mich gerade frage, warum ist du... Achso, ich habe die Lizenz gekauft. Ich dachte schon, ne? Ich hatte gerade noch irgendwie so 5000 und jetzt auf einmal so wenig. Alles klar. Gut. Die Liste wollte ich mir noch angucken. Auf den Seestör. Da haben wir einen. Ne, noch nicht. 16,6 Kilo bis jetzt. Der höchste. Also noch kein Trophäenfisch. Was aber nichts heißen soll. Gibt es irgendwas Neues? Ne. Alles klar. Ihr hattet irgendwie in den Kommentaren geschrieben, dass es irgendwelche Barben gibt in... Lass mich nicht lügen. North Carolina. Ich glaube, es war North Carolina. Aber das hat sich dann auch erst aufgeklärt. Irgendwie war da wohl bei der Weltübersicht die Barbe angegeben. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Platzhalter für den Alligatorhecht, der zu Halloween kommen soll. Beziehungsweise, ich habe gehört, diesen Freitag schon, also morgen. Also wenn das Video hier rauskommt. Wahrscheinlich dann meinten die doch eher dann den Freitag. Das wird eher zu Halloween passen. Na gut, weiß ich nicht. Bleibt einfach mal abzuwarten. Auf jeden Fall, Halloween ist auch nicht mehr so weit weg. Dann gucken wir mal. Bis dahin sollte ich dann auch hier mit allem durch sein. Also kann ich dann auch
ein Video davon machen, wie der zu fangen ist und wo es den gibt. Alles immer schön der Reihe nach. Jetzt haben wir schon nach 19 Uhr, das heißt, wir werden hier vermutlich keinen mehr fangen. Wenn doch, dann steinigt mich, kreuzigt mich und macht sonst was. Ich habe danach keinen mehr gefangen, aber meistens habe ich auch danach auf Wels weiter geangelt. Wir können aber hier einmal durchtreiben lassen und dann gucken, ob wir noch einen Biss bekommen. Und wenn nicht, dann soll es das auch gewesen sein. Auf jeden Fall wissen wir jetzt alle, wie wir einen Stör fangen können. Klappt sogar erstaunlich gut. Zum Glück. Sonst hätte ich mir was einfallen lassen müssen. Aber immer noch mal zwei Fische gesehen. Aber hier, das gibt, glaube ich, nichts mehr. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier auch Feierabend. Ich verabschiede mich schon mal an der Stelle und hoffe, ihr seid da beim nächsten Video auch wieder dabei, wenn wir versuchen, den einzigartigen Zander zu fangen. Ich habe schon einen auf Band, also sehen werden wir auf jeden Fall einen. Ob reingeschnitten ans Ende oder dann nochmal selbst beim Video und beim Drill. Das werden wir dann erst sehen. Ich hoffe, das Video hier hat euch auf jeden Fall schon mal gefallen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, Petri heil und macht's gut.